Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben kommen, leben und ziehen sowie das Nomen Haus und die Stadt Köln genauer an. Unten stehen die Lösungsmöglichkeiten: a ins, b aus, c im, d in, e einen, f zum und g einem. Setzen wir ein. Wo zieht er aus? Er kommt aus einem Haus in Köln. Er zieht aus. Wo lebt er? Er lebt in einem Haus in Köln. Wo? Wohin zieht er? Er zieht in ein Haus in oder nach Köln. Ziehen nach. Wohin geht er? Und noch einmal, wo zieht er aus? Er kommt aus einem Haus in Köln. Er zieht aus. Wo lebt er? Er lebt in einem Haus in Köln. Wo? Wohin zieht er? Er zieht in ein Haus in oder nach Köln. Ziehen nach. Wohin geht er? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen, woher kommt sie, wo ist sie und wohin geht sie genauer an. Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten: a ins, b aus, c nach, d in, e nichts und f von. Setzen wir ein. Woher kommt sie? Sie kommt von rechts. Von oben. Wo ist sie? Sie ist links unten. Wohin geht sie? Sie geht nach draußen, raus. Und noch einmal. Woher kommt sie? Sie kommt von rechts, von oben. Wo ist sie? Sie ist links unten. Wohin geht sie? Sie geht nach draußen, raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Tschüss!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen, woher kommen Sie, wo sind Sie und wohin gehen Sie genauer an. Und dazu die Wörter überall und hier. Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. A ins, B hin, C her, D in und E nichts. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Sie kommen überall her. Hierher. Wo sind Sie? Sie sind überall. Hier. Wohin gehen Sie? Sie gehen überall hin. Hierhin. Und noch einmal. Woher kommen Sie? Sie kommen überall her. Hierher. Wo sind Sie? Sie sind überall. Hier. Wohin gehen Sie? Sie gehen überall hin. Hierhin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Tschüss! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und das Geschäft und den Laden. Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. A in, B vom, C im, D aus, E dem, F zum und G den. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Laden oder dem Geschäft. Wo ist er? Er ist im Laden oder Geschäft. Wohin geht er? Er geht ins oder zum Geschäft, beziehungsweise zum oder in den Laden. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Laden oder dem Geschäft. Wo ist er? Er ist im Laden oder Geschäft. Wohin geht er? Er geht ins oder zum Geschäft, beziehungsweise zum oder in den Laden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen, woher kommt sie, wo ist sie und wohin geht sie genauer an. Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. A. ins, B. aus, C. nach, D. in, E. nichts und F. von. Setzen wir ein. Woher kommt sie? Sie kommt von links. Von unten. Wo ist sie? Sie ist vorne, hinten. Wohin geht sie? Sie geht nach drinnen, rein. Und noch einmal. Woher kommt sie? Sie kommt von links, von unten. Wo ist sie? Sie ist vorne, hinten. Wohin geht sie? Sie geht nach drinnen, rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an. Und dazu die beiden Nomen, der Arzt und die Ärztin. Oben seht ihr die Fragen und unten die Antwortmöglichkeiten. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt vom Arzt, von der Ärztin. Wo ist er? Er ist beim Arzt, bei der Ärztin. Wohin geht er? Er geht zum Arzt, zur Ärztin. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom Arzt, von der Ärztin. Wo ist er? Er ist beim Arzt, bei der Ärztin. Wohin geht er? Er geht zum Arzt, zur Ärztin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann, ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und dazu das Nomen der Flughafen. Oben stehen die Fragen und unten die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Flughafen. Aus, wenn es ein geschlossener Raum ist. Wo ist er? Er ist am, im oder auf dem Flughafen. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Flughafen. In, wenn es ein geschlossener Raum ist. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Flughafen. Aus, wenn es ein geschlossener Raum ist. Wo ist er? Er ist am, im oder auf dem Flughafen. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Flughafen. In, wenn es ein geschlossener Raum ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und die beiden Nomen, die Party und das Fest. Unten findet ihr die Antwortmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Party, vom Fest. Wo ist er? Er ist auf der Party, auf dem Fest. Wohin geht er? Er geht auf die Party, auf das Fest. Manchmal sagt man auch zur Party. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Party, vom Fest. Wo ist er? Er ist auf der Party, auf dem Fest. Wohin geht er? Er geht auf die Party, auf das Fest. Manchmal sagt man auch zur Party. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und dazu die Wörter Schule, Hause und Klasse. Unten finden wir die Antwortmöglichkeiten. A. In, B. Von, C. Der, D. Zu oder zur, E. Nach und F. Die. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur oder in die Schule. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur oder in die Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video machen wir uns auf, von der Arbeit nach Hause. Zuerst sehen wir die Fragen woher, wo und wohin und dann setzen wir ein. Unten stehen die Lösungsmöglichkeiten A. In, B. Von, C. Der, D. Zu, E. Nach und F. Bei. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit nach Hause. Wo ist er? Er arbeitet bei sich zu Hause. Wohin geht er? Er geht nach der Arbeit nach Hause. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Arbeit nach Hause. Wo ist er? Er arbeitet bei sich zu Hause. Wohin geht er? Er geht nach der Arbeit nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und dazu das Wort Büro. Rechts findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Setzen wir ein. Woher kommst du? Ich komme aus dem Büro. Wo bist du? Ich bin im Büro. Wohin gehst du? Ich gehe ins Büro. Ich arbeite im Büro. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme aus dem Büro. Wo bist du? Ich bin im Büro. Wohin gehst du? Ich gehe ins Büro. Ich arbeite im Büro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an. Und dazu die beiden Nomen, der Arzt und die Ärztin. Oben seht ihr die Fragen und unten die Antwortmöglichkeiten. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt vom Arzt, von der Ärztin. Wo ist er? Er ist beim Arzt, bei der Ärztin. Wohin geht er? Er geht zum Arzt, zur Ärztin. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom Arzt, von der Ärztin. Wo ist er? Er ist beim Arzt, bei der Ärztin. Wohin geht er? Er geht zum Arzt, zur Ärztin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und dazu das Nomen der Flughafen. Oben stehen die Fragen und unten die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Flughafen. Aus, wenn es ein geschlossener Raum ist. Wo ist er? Er ist am, im oder auf dem Flughafen. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Flughafen. In, wenn es ein geschlossener Raum ist. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Flughafen. Aus, wenn es ein geschlossener Raum ist. Wo ist er? Er ist am, im oder auf dem Flughafen. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Flughafen. In, wenn es ein geschlossener Raum ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und dazu das Nomen der Flughafen. Oben stehen die Fragen und unten die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Flughafen. Aus, wenn es ein geschlossener Raum ist. Wo ist er? Er ist am, im oder auf dem Flughafen. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Flughafen. In, wenn es ein geschlossener Raum ist. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt vom oder aus dem Flughafen. Aus, wenn es ein geschlossener Raum ist. Wo ist er? Er ist am, im oder auf dem Flughafen. Wohin geht er? Er geht zum oder in den Flughafen. In, wenn es ein geschlossener Raum ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und die beiden Nomen, die Party und das Fest. Unten findet ihr die Antwortmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommt er? Er kommt von der Party, vom Fest. Wo ist er? Er ist auf der Party, auf dem Fest. Wohin geht er? Er geht auf die Party, auf das Fest. Manchmal sagt man auch zur Party. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Party, vom Fest. Wo ist er? Er ist auf der Party, auf dem Fest. Wohin geht er? Er geht auf die Party, auf das Fest. Manchmal sagt man auch zur Party. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Setzen Sie ein. Ich bin. Ich bin im Wald. Ich bin auf der Wiese. Ich bin im oder auf dem Feld. Ich bin am oder im Fluss. Ich bin am Strand. Ich bin in den Bergen. Ich bin am oder im See. Ich bin an der See. Ich bin bei den Tieren. Ich bin am oder im Meer. Ich bin im Park. Ich bin in der Natur. Ich bin im Garten.
Ich bin am oder unter dem Baum. Ich bin bei den Blumen. Ich bin im Beet. Ich bin draußen. Ich bin am Teich. Ich bin beim Spazieren. Ich bin oben. Ich bin in der Sonne. Ich bin im Schatten. Ich bin im Süden. Ich bin am Ufer. Ich bin unter der Palme. Ich bin im Zoo. Ich bin an der Küste. Ich bin an der Klippe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragewörter woher, wo und wohin genauer an. Und dazu ein Land, der Iran. Lesen wir zuerst die Sätze. Wo, ... kommen Sie? Iran. Wo, ... leben Sie? ... Iran. Wo, ... reisen Sie? ... Iran. Was, ... sprechen Sie? Und die Lösungsmöglichkeiten? A. In den, B. Nichts, C. Aus dem, D. Nach, E. Her, F. Im, G. Hin, H. Nichts. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Woher, das ist die Richtung, aus der man kommt. Aus dem Iran. Es ist der Iran, maskulin, also aus dem Iran, Dativ. Wo leben Sie? Hier steht nichts, das ist die Frage wo, die Frage nach einem Ort. Wo im Iran? Wo braucht Dativ, also im Iran, der Dativ, der Iran, im Iran. Und im Gegensatz dazu, wohin reisen Sie? Wohin, das ist die Richtung. Wohin in den Iran? Das ist jetzt die Richtung mit Akkusativ, maskulin, der Iran, in den Iran. Was sprechen Sie? Hier steht nichts. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Woher kommen Sie? Aus dem Iran, Dativ. Wo leben Sie? Im Iran, Dativ. Wo? Wohin reisen Sie? In den Iran, Akkusativ. Wohin? In den Iran. Was sprechen Sie?
Und jetzt noch einmal ganz kurz eine Wiederholung. Präpositionen: Woher? Aus Berlin. Wo? In Berlin. Wohin? Nach Berlin. Länder und Städte, das heißt Länder ohne Artikel und Städte, stehen im Allgemeinen mit den Präpositionen aus, in und nach. Kommt aber ein Artikel dazu, ändern sich die Präpositionen und Artikel. Und jetzt eine Wiederholung des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Länder an. Je nachdem, ob sie einen Artikel haben oder nicht, ändern sich dann natürlich sowohl die Präpositionen im Gebrauch als auch der Artikel. Wir sehen zuerst das Wort woher, dann wo und zum Schluss wohin. Fangen wir also an. Zuerst die Sätze. Wo, Punkt, 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 kommen Sie? Punkt, 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 Slowakei. Wo, Punkt, 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 leben Sie? Punkt, 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 Polen. Wo, Punkt, 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 reisen Sie? Punkt, 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 USA. Was, Punkt, 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 sprechen Sie? Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. Und die Lösungsmöglichkeiten A. In, B, hin, C, aus der, D, her, E, nichts, F, in die und G, nichts. Woher kommen Sie? Aus der Slowakei. Die Slowakei steht mit dem femininen Artikel die, im Dativ wird er zu der. Wo leben Sie? In Polen. Polen steht ohne Artikel, also sagen wir in Polen. Wohin reisen Sie? In die USA. Die USA stehen im Plural, wir sagen also im Akkusativ in die USA. Was sprechen Sie? Und jetzt noch einmal eine Wiederholung aller Sätze. Woher kommen Sie? Aus der Slowakei. Wo leben Sie? In Polen. Wohin reisen Sie? In die USA.
Was sprechen Sie? Präpositionen: Woher? Aus Berlin. Wo? In Berlin. Wohin? Nach Berlin. Länder und Städte, das heißt Länder ohne Artikel und Städte, stehen im Allgemeinen mit den Präpositionen aus, in und nach. Kommt aber ein Artikel dazu, ändern sich die Präpositionen und Artikel. Und jetzt eine Wiederholung des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns lokale Präpositionen und die dazugehörigen Fragen an. Zuerst die Sätze. Wo kommen Sie? Pakistan. Wo leben Sie? Pakistan. Wo reisen Sie? Pakistan. Was sprechen Sie? Und die Lösungsmöglichkeiten? A. In, B. Nichts, C. Aus, D. Nach, E. Her, F. Nichts, G. Hin. Jetzt setzen wir ein. Woher kommen Sie? Aus Pakistan. Wo leben Sie? In Pakistan. Wohin reisen Sie? Nach Pakistan. Was sprechen Sie? Und jetzt noch einmal eine Zusammenfassung. Achtung, Pakistan ist ein Land ohne Artikel. Woher kommen Sie? Aus Pakistan. Wo leben Sie? In Pakistan. Wohin reisen Sie? Nach Pakistan. Was sprechen Sie? Und jetzt noch einmal eine kleine Zusammenfassung. Präpositionen: Woher? Aus Berlin. Wo? In Berlin. Wohin? Nach Berlin. Länder und Städte, das heißt Länder ohne Artikel und Städte, stehen im Allgemeinen mit den Präpositionen aus, in und nach. Kommt aber ein Artikel dazu, ändern sich die Präpositionen und Artikel. Und jetzt eine Wiederholung des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!
Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit den Fragen woher, wo und wohin. Zuerst die Sätze. Wo, ... kommen Sie? ... Schweiz. Wo, ... leben Sie? ... Schweiz. Wo, ... reisen Sie? ... Schweiz. Was, ... sprechen Sie? Und die Lösungsmöglichkeiten? A, in die, B, nichts, C, aus der, D, nach, E, her, F, in der und G, hin. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Die Schweiz ist ein feminines Land, also brauchen wir einen Artikel. Einen femininen Artikel im Dativ ist das der aus der Schweiz. Wo leben Sie? In der Schweiz. In ist eine Wechselpräposition. Wenn man fragt wo, bekommt man die Antwort in der Schweiz. Feminin, Dativ, in der Schweiz. Wohin reisen Sie? In die Schweiz. Wohin? Akkusativ, feminin, in die Schweiz. Was sprechen Sie? Hier steht kein Artikel und keine Präposition. Jetzt eine kleine Wiederholung. Woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Wo leben Sie? In der Schweiz. Wohin reisen Sie? In die Schweiz. Was sprechen Sie? Präpositionen. Woher? Aus Berlin. Wo? In Berlin. Wohin? Nach Berlin. Länder und Städte, das heißt Länder ohne Artikel und Städte, stehen im Allgemeinen mit den Präpositionen aus, in und nach. Kommt aber ein Artikel dazu, ändern sich die Präpositionen und Artikel. Und jetzt eine Wiederholung des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann, ciao!